Vernissage Spätlese. Ich habe mir Gedanken gemacht, oder wir haben zu jedem Lied ein Bild von dir rausgesucht. Aber dieses Lied ist noch anlässlich deines 80. Geburtstages. Wenn mein Herbst kommt, färbe ich mein Grau nicht in Silber, nicht Altweiberblau. Wenn mein Herbst kommt, trage ich's mit Gelassenheit. Wenn mein Herbst kommt, lach ich über Jahresringe. Wenn mein Herbst kommt und es neblig wird, meine Sonne ihre Kraft verliert. Wenn mein Herbst kommt, soll er blühen, Herr Seidellos. Wenn dein Herbst kommt und die bin noch da, unser Winter schon erstaunlich nah. Wenn der Herbst kommt, wirst du nicht allein verlieren. Da 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 Altweiberblau, wenn mein Herbst kommt, soll er blühen, herzallos. Ja, wenn der Herbst kommt, soll er blühen, herzallos. Herzallos. Heute geht's um die Helga. Liebe Sabine und lieber Kurt Schleicher, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war was ganz Tolles. Wir sind ja öfters mal hier, wenn Ausstellungen eröffnet werden. Aber das, was heute war, das war schon etwas Besonderes. Spätlese. Spätlese ist ja was ganz Besonderes. Und zu Ihrer Ausstellung sind heute natürlich auch viele Gäste gekommen, die wir auch alle ganz herzlich hier willkommen heißen. Ich freue mich natürlich, dass mein Kollege der Landrat heute auch da ist. Ich freue mich über die beiden Stadtratskollegen Dr. Hegele und Christina Flauder. Ich freue mich über viele, die mit Kunst und Kultur natürlich etwas zu tun haben. Und stellvertretend möchte ich den Vorsitzenden des Bundesfränkischer Künstler, Sie, lieber Herr Hofmann, sehr herzlich willkommen heißen. Deswegen möchte ich es heute auf ein paar allgemeine Worte beschränken. Wir haben letzthin oben auf der Burg diese Malertage gehabt. Ja. Und wir haben ja dann letztendlich eine kleine Eröffnung gehabt auch. Und da habe ich das ein oder andere zur Kunst schon gesagt. Aber ich habe wenig zu den Menschen gesagt. Und es gibt Menschen, die trifft man und die sind einem einfach sympathisch. Die mag man. Und bei der Helga Hopfe, aus meiner Sicht, war das auch nie der Fall. Aber sie haben eine Lebensfreude, sie haben eine freundliche Art, sie haben eine Ausstrahlung, die auch manchmal so mürrische Menschen wie mich wirklich mitreißt. Und ich freue mich einfach, wenn jemand mit 80 Jahren so etwas noch hat, diese Spannkraft, die man wirklich spüren und greifen kann. Wenn man dann ihre Bilder anschaut, wie farbenfroh die sind, wie freundlich, wie die einfach, sagen wir mal, ein wenig Musik ins Leben auch bringen, ja? Dann ist das schon etwas ganz Besonderes. Die nehmen sich immer wieder neue Ziele vor. Wo kann ich Menschen eine Freude machen? Denn das ist das, was sie tun. Sie machen mit ihrer Kunst, mit ihren Bildern anderen Menschen eine Freude. Und das ist etwas Wunderbares. Sie schenken Menschen ein Lächeln, sie schenken Menschen glückliche Stunden, wenn sie ihre Bilder anschauen, wenn sie darüber nachdenken. Und ich freue mich deshalb sehr, dass wir zu ihrem Ehrentag diese Jubiläumsausstellung auch machen dürfen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Und Sie haben bestimmt auch die ein oder andere Sache in Ihrem Leben erlebt, wo man dann sagt, naja, kann ich da noch so schöne Bilder malen? Sie können es. Sie tun es immer wieder. Und ich danke Ihnen, dass Sie einfach sich in die Kulmbacher Kunstszene so hervorragend einbringen. Wir brauchen auch Kunst und Kultur. Weil das macht natürlich auch eine Stadt wie Kulmbach lebens- und liebenswert. Und Sie tragen dazu unheimlich bei. Und deshalb herzlichen Dank, liebe Frau Hopfe. Ich bin gerne gekommen und ich denke, das darf man auch für die Kollegen sagen. Die sind auch gerne da. Und Sie haben ja heute auch eine große Schar praktisch an verspäteten Geburtstagsgästen. Da haben wir mitgemacht. Ja. Wir wünschen Ihnen alles, alles erdenklich Gute. Ich wünsche Ihnen vor allem Gesundheit. Ich wünsche Ihnen weiterhin die Lebensfreude und die Schaffenskraft, die man braucht. Und was wir dazu tun können, wir wollen weiterhin konstruktive Partner an Ihrer Seite und an der Seite der Künstlerinnen und Künstler in unserer Stadt sein. Vielen herzlichen Dank. Hier ist zum Beispiel ein schönes Bild, das verborgene Dörfchen, das ich sehe in diesem verborgenen Dörfchen. Dandorf, Oelsnitz, wer weiß. Wir haben ein Lied über deinen Lebenslauf abgeschrieben, dieses Weggehen und Ankommen, Heimat finden, Heimat verlassen. Hamed von der Stefanie Hertel, die fast deine Nachbarin war. Stimmt. Er ist jetzt geboren. Ne? Ich bin dort.
verehrten Gäste, der Oberbürgermeister hat die Begrüßung so wunderbar gemacht, so mit so viel Herz und Verstand selbstverständlich auch. Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Henry, das hast du großartig gemacht. Ich kenne die Frau Hopfe jetzt auch schon geraume Zeit und du hast sie wunderbar beschrieben. Ich denke, diese Lebenslust, dieses frohe, angenehme, freundliche Wesen, das ist das, was sie bestimmt. Alles andere, oder Henry gesagt, es ist ein toller Abend mit einer tollen Musik. Und ja, damit ihr eins mal spielen könnt, höre ich jetzt das Leben. Also das, was ich jetzt hier vortrage, nennt sich Laudatio. Ich glaube, ich werde der Aufgabe gerecht. Der erste Satz, der mir eingefallen ist, 80 Jahre und kein bisschen leise. So präsentieren sich die Bilder der Helga Hopfe, leuchtend, von intensiver Farbgebung, fantasievoll, originell und auch immer sehr vielseitig. Ob Landschaften, Figürliches, Tierisches, Gegenständliches oder auch Abstraktes, immer wieder überraschend neu und trotzdem erkennt man immer die ganz individuelle Note, die eigene Handschrift mit Wiedererkennungswerten. Ja, dann habe ich mir gedacht, wo anfangen, wo aufhören, ne? Vieles ist schon gesagt, aber in der Betrachtung der Bilder ist mir etwas aufgefallen. Es ist die Präsenz der Farbe Blau. Und das ist etwas, was völlig Neues in ihrem Schaffen. Die früheren Bilder waren eigentlich immer so in einem recht harmonischen Einklang. Und jetzt gesellt sich zum Rot dieses Blau, diese Verbindung. Und das ist neu, richtig. Ne? Und das hat mich wiederum dazu veranlasst, mich mit Farben zu beschäftigen. Und da ich eine reichhaltige Bibliothek zu Hause habe, habe ich mir mal das große Buch der Farben rausgeholt und habe in dem Buch mal nachgelesen, was so zur Farbe Blau, zur Farbe Rot steht. Der Autor ist ein Diplompsychologe, der sich hauptsächlich also mit der Wirkung der Farben im Leben befasst und habe versucht, da mal irgendwo den Bezug wieder zu finden. Rot ist die Farbe der Liebe, ist es richtig, aber es ist auch eine aggressive Farbe, eine Signalfarbe. Es ist die Farbe der Revolution. Ne? Also Rot ist eigentlich schon immer in ihren Bildern vertreten, war schon immer da. Ist auch immer dieses Zeichen von pulsierendem Leben, Lebensenergie. Ne? Also wenn ich so ein bisschen Auszüge aus dem Buch, ist Rot eine Farbe, die steht für Liebe, für Sex, für Körperlichkeit. Und ein persischer Künstler sagte, Rot ist die Seele des Lebens. Ne? Und diese Farbe ist dominant, dynamisch. Es ist die Farbe aller positiven Lebensgefühle, aber auch, wie er schon gesagt hat, Ausdruck von Aggression, Trieb, aber auch Ausdruck von unermesslicher Freude. Und es ist eine Farbe, die uns am stärksten zum Guten bringt, anregt, aber auch eine Farbe, die zum Bösen herausfordert. So, jetzt wird es interessant. Blau. Woran denken wir bei Blau? Himmel, Wasser. Ruhe, Ausgeglichenheit. Bei Blau denkt man an Ruhe und Ausgeglichenheit. Richtig, ja. Also Blau ist so ein bisschen die Farbe der Romantiker gewesen, die zum einen die Enge, aber auch auf der anderen Seite das Dämonische zeigt. Und es gibt ein schönes Bild, hier vorne ist das. Das heißt heiter bis bewölkt. Ja. Und dieses Bild sagt eigentlich auch wieder sehr gut, was blau alles sein kann. Ne? Der hellblaue Himmel ist eigentlich was, was heiter stimmt. Und je dunkler und tiefer die blauen Farbtöne werden, umso mehr geht es so in diese Tiefe hinein, ins Mystische, ins Magische. Ich bin immer so der Mensch, der so ein bisschen hinterfragt, ne? Was sagt mir das jetzt eigentlich so aus, dass ihr jetzt auf einmal so viel Blau in ihren Bildern habt, ne? Und die Helga will ja schon, das Alter. Dafür steht es Rot. Das ist diese unbändige Lebenslust, ihre optimistische Grundhaltung, also ihr Engagement in allen Bereichen, immer aktiv, immer in Bewegung. Sie ist auf vielen künstlerischen Plattformen aktiv, viele Vereine, Fokus Europa und. Genau die Arbeit ist es, die sie so jung erhält und wo sie immer noch mit so einer Freude ungebrochen im 80. Lebensjahr
aktiv ist, also immer in Bewegung. Gut, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend noch, eine schöne Ausstellung. In diesem Sinne, einen schönen Ich habe eigentlich meine kurzen Ausführungen damit begonnen, dass ich sagte, es ist fast unmöglich, aber ich habe den 80. Geburtstag überschritten. Und vor 22 Jahren, das wissen Sie ja inzwischen, habe ich meine Heimat, mein Vogtland verlassen und bin in das Fränkle gezogen und muss sagen, ich hätte nie geglaubt, dass ich in diesen Jahren so viele Freunde kennenlerne und lieben lerne. Und wenn ich das heute hier so sehe, dann merke ich, dass das doch eine ganz fruchtbare, wie sagt man? Bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken, die so zahlreich gekommen sind. Künstler, mit denen ich viel zu tun habe und die sehr anerkannt sind. Aber voran muss ich ja eigentlich stellen, die wurde unseres OBs, der heute kam. Ja, also wir wissen ja, was am Sonntag los ist und dass er heute für mich Zeit hat. Das gilt für den Herrn Landrat und natürlich auch für unseren für Horst Hermann Hoffmann vom Bund Fränkischer Künstler. Schon wieder in den Spitzen, waren wir unterm Kastanienbaum. Am Abend frösten sitzen, das Jahr geht fort mit schwerer Frage, es bindet sich die Schuhe. Heute Nacht und du lachst dazu. Falls lieb die schwarze Jacke hängt, die Schultern ab mir wieder, wenn schon so früh das Dunkel fängt. Und uns die Kälte die Glieder. In deinen Augen glimmt noch leis der Sommer volle Ruhe. Ich wein, weil ich nicht weiter weiß. Und du lachst dazu. Feins lieb, das war es also schon. Der Sommer ist vertrieben. Die Vögel sind auf und davon. Und wir sind hier geblieben. Fremd zieh ich ein, fremd zieh ich aus. Ich weiß nicht, was ich tu. Heut Nacht verwelkt ist mein Zuhause und du lachst dazu. Feins lieb, komm stirb mit mir ein Stück. Sie müht die Blätter schunkeln. Wir drehen das Jahr doch nicht zurück und sehen uns nicht im Dunkeln. Lass in dem Kommen bleiben gehen, zertanzen uns die Schuhe. Ich will noch so viel Himmel sehen und du.